Liebe Freunde, liebe Familie, liebe Kinder, heute möchte ich über ein interessantes Thema, aber auch ein schwieriges Thema sprechen, das wir in Galater 4 auch lesen. Aber es bezieht sich auch auf den alten Bund, wo es ging über die zwei Söhne Abraham, Ismael und Isaak. Ismael ist von der Sklavin Hagar gekommen zur Welt und Isaak von der Sara, von seiner Frau. Es war halt jenes Mal doch eine schwierige Zeit. Gott hat Abraham gesagt, du bekommst noch einen Sohn. Und von diesem Sohn bekommst du so viele Kinder, so viele Sterne im Himmel sind. Ja, er war schon alt, seine Frau war alt. Er konnte es, sag mal, schwer glauben, aber er hat geglaubt. Ja, die Frau hat es wahrscheinlich schwieriger gehabt mit diesem Glauben. Sie ist schon fast 90 Jahre. Ja, wie soll's dann, sagt sie also, Abraham, komm, ich habe eine junge Sklavin. Die wird dann ein Kind gebären für dich, aber das wird auch mein Kind sein. Ich werde es auf meinem Schoß halten. Und so wird auch dann alles in Ordnung sein. Und das, was Gott gesagt, wird auch ja, erfüllt sein. Und so war es auch. Und so hat dann die Hagar einen Sohn mit Namen Ismael geboren für Abraham oder für diese Familie, auch für die Sarah. Aber es ging nicht so, wie Gott wollte. Gott wollte ja, dass Sarah ein Kind bekommt, ja, in ihrem Alter. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und es ist auch so passiert, sie hat auch wirklich ein Kind geboren, diesen Isaak, ein Sohn der Verheißung, nicht weil ihr Körper es konnte, aber weil Gott es gegeben hat. Deswegen kam auch dieser Isaak. Und das ist so interessant, Paulus verwendet diese Geschichte aus dem Alten Bund auf den Neuen Testament. Denn eigentlich das Gesetz Gottes, die Liebe Gottes galt in erster Linie dem Volk Israel. Er hat das Volk geführt, er hat es geleitet, er hat ihnen Gesetze gegeben. Er wollte sie durch Gesetze reinhalten von all dem Bösen in dieser Welt, aber es ging nicht. Es war richtig schwierig. Die haben Sünde getan, mussten also was opfern. Manchmal ein Tier, manchmal eine Taube, etwas bringen, immer wieder und immer wieder gesündigt. Und immer wieder war es unmöglich. Und dann sagt Gott, ich werde meinen Sohn schicken. Das ist der Sohn der Verheißung, Jesus Christus. Er kommt in diese Welt. Er wird die Sünde der Welt auf sich nehmen. Dann braucht niemand mehr noch ein Schaf opfern oder noch was und sagen, vergib mir, weil Jesus wird sterben für jede Sünde des Menschen in dieser Welt. Und er wird Gnade geben, denen, die ihn annehmen. Sie werden Kinder Gottes sein. Und deswegen sind wir heute, die Jesus angenommen haben, sind Kinder der Verheißung. Wir sind wirklich die Kinder Gottes, weil es so war. Aber es musste wirklich vor der Zeit unter dem Gesetz sein, dass die Leute verstehen, es geht nicht mit dem Gesetz. Es geht nur durch die Liebe Gottes. Und das wurde anhand von diesen zwei Frauen, von diesen zwei Kindern auch erklärt. Und Paulus erzählt uns das in Galater 4, 21, 31. Ich lese das. Ihr wollt euch also dem Gesetz unterwerfen? Wisst ihr denn eigentlich, was im Gesetz steht? Dort heißt es, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Sklavin Hagar und einen von seiner Frau Sarah, die als Freie geboren ist. Der Sohn der Sklavin wurde geboren, weil Abraham endlich einen Sohn haben wollte. Der Sohn der Freien dagegen, weil Gott es versprochen hat. Am Beispiel dieser beiden Frauen will uns Gott zeigen, wie verschieden seine beiden Bündnisse mit den Menschen sind. Denn einen Bund, für den Hagar steht, schloss Gott auf dem Berg Sinai mit dem Volk Israel, als er ihm das Gesetz gab. Dieses Gesetz aber versklavt uns. Hagar weist uns auf den Berg Sinai in Arabien hin. Er entspricht dem Jerusalem heutiger Zeit. Die andere Frau aber, von der wir aber abstammen, sie deutet uns auf das neue Jerusalem im Himmel hin. Von ihr heißt es in der Heiligen Schrift, sei fröhlich, die Unfruchtbare, auch wenn du nie ein Kind geboren hast. Juble und jauchze, du Kinderlose, denn du, die du allein bist, wirst mehr Kinder haben als die Frau, die einen Mann hat. Liebe Brüder und Schwestern, ihr verdankt euer Leben wie Isaak der Zusage Gottes. Allerdings verfolgte schon damals der Sohn der Sklavin, der geboren wurde, weil Menschen es so wollten. Den Sohn der Freien, der geboren wurde, weil Gott es wollte. Genauso ist es auch heute. Aber was sagt die Heilige Schrift? Jage die Sklaven und ihren Sohn fort, denn der Sohn der Freien soll nicht mit uns das Erbe teilen.
Wir aber, meine lieben Brüder und Schwestern, sind nicht Kinder der Sklaven, sondern der Freien. Ja, es ist ein langer Text, aber ein wichtiger Text, weil hier wird es so erklärt. Und ich bin Gott so dankbar, dass ich ein Sohn der Freien bin. Mir ist wichtig, was Jesus von mir heute will. Ich will von ihm erfahren durch den Heiligen Geist, durch das Neue Testament. Auch das Alte Testament ist wichtig. Wir sehen, wie es erklärt die Sachen. Aber wir sind nicht mit dem Gesetz also wirklich unterjocht. Wir müssen nicht den Buchstaben des Gesetzes erfüllen. Wir müssen den Geist erfüllen. Wir müssen Jesus lieben. Er muss in uns Gestalt gewinnen. Wir wollen seinen Willen tun. Und es ist möglich. Und wir freuen uns, dass wir die Kinder der Verheißung sind. Kinder der Freien und stoßen das Gesetz deswegen ab. Gott segne euch dabei. Sein Name sei gepriesen. Ich bin nicht mehr ein Sklave der Angst. Ich bin ein Gotteskind.